Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Nico Sinning. Ich bin ärztlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Neurochirurgie in der AK Altona und werde Ihnen jetzt gleich etwas über Hypophysentumoren erzählen und würde sagen, wir fangen auch direkt an. Einmal zum Überblick, wir fangen an mit der Anatomie, einer Übersicht, was die Hypophyse eigentlich genau macht, gehen dann weiter zu den verschiedenen Arten von Hypophysentumoren, kommen dann zur Behandlung und am Ende gibt es noch ein paar Beispiele für verschiedene Fälle, die wir hier behandelt haben. Genau, die Hypophyse selber liegt in der Schädelbasis und wenn man sich das einmal anguckt hier, liegt sie relativ mittig im Schädel, ist relativ klein, von der Größe her ungefähr wie eine Erbse oder eine Haselnuss, irgendwas dazwischen. Und wenn wir jetzt einmal in den Schädel hineingucken, sieht man hier ein seitliches Bild vom Schädelinneren, hier außen mit dem Schädelknochen. Hier wäre das Gehirn, hier vorne die Nasenmuschel, die Zähne und die Hypophyse selber sitzt genau in diesem blau eingezeichneten Areal in, wie man sagt, der Sella, das ist im Endeffekt der Sattel, wo die Hypophyse auch drin sitzt, wie in einem Sattel. Auf der rechten Seite sieht man das Ganze nochmal als MRT-Bild und da sieht man auch hier sehr schön in weiß die Hypophyse mit darüber dem Hypophysenstiel. Das Bild werden wir noch häufiger sehen, deswegen muss man sich das so ein bisschen einprägen. Wenn man jetzt von oben oder von unten drauf guckt, sieht man hier links von oben wieder den knöchernen Schädel, hier hinten ist das Loch, wo das Rückenmark durchgeht. Hier vorne würde es in die Nase übergehen und auch hier in Blau eingezeichnet, umgeben von dem knöchernen Sattel sozusagen, sitzt dann die Hypophyse auf der rechten Seite wieder als MRT. Hier vorne mit den beiden Augen, der Nasenhöhle, hier hinten das Rückenmark bzw. der Hirnstamm und hier in Weiß sieht man dann die Hypophyse. Wenn man jetzt von vorne guckt, sieht man hier ganz viel Gehirn und hier in weiß wieder den Hypophysenstiel und die Hypophyse darunter. Auch das ist ein Bild, was wir noch einige Male sehen werden. Direkt angrenzend an die Hypophyse, direkt darüber liegt der Sehnerv. Das sieht man hier auf der rechten Seite einmal, wie der vom Auge nach hinten zieht und dann direkt über der Hypophyse entlang zieht. Auf der linken Seite sieht man eine schematische Darstellung, wo das Auge hier zu sehen ist, dann der Sehnerv, der dann hier an der Sehnervenkreuzung entlang sich aufteilt, sozusagen in beide Richtungen. Und direkt darunter ist in diesem Schema auch ein Tumor zu sehen, der direkt dann unter der Sehnervenkreuzung liegt. Wenn man sich das als MRT einmal anguckt, das Bild von eben hier, einmal vergrößert, sieht man hier in Rot wieder die Hypophyse mit dem Hypophysenstiel. Und hier in Grün wäre der Sehnerv zu sehen, der direkt darüber liegt. Die Hypophyse selber ist im Endeffekt die Hormonschaltzentrale unseres Gehirns, besteht aus zwei Teilen, einmal dem Hypophysenvorderlappen, um den es hauptsächlich gehen wird, und auch um den Hypophysenhinterlappen, der zwei Hormone produziert, einmal das Oxytocin, was einmal auf die Brustdrüse und auf die Gebärmutter wirken kann. Und einmal das ADH oder Vasopressin, was auf die Niere wirkt und zuständig ist für den Wasserhaushalt oder auch den Salzhaushalt. Die Hypophyse mit dem Hypophysenvorderlappen ist für die meisten Hormone zuständig, und produziert zum Teil Vorläuferhormone, die dann auf andere, Organe wirken, die dann wiederum neue Hormone produzieren, zum Beispiel das TSH für die Schilddrüse, die dann verschiedene Schilddrüsenhormone bildet. Oder aber auch die Nebenniere, die dann das Cortison bildet, oder direkt auf die Geschlechtsorgane wirkt, die dann die Geschlechtshormone produzieren. Die Hypophysenhormone können aber auch direkt auf die Organe wirken, zum Beispiel auf die Brustdrüse oder die Wachstumshormone auf die Knochen oder auf den Muskel oder auf verschiedene andere Organe. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Arten von Hypophysentumoren. Im Prinzip muss man sagen, sind Hypophysentumoren theoretisch sehr, sehr häufig. Die Zahl hier, die man sieht, 10%, kommt aus einer Studie, wo man verschiedene Autopsien untersucht hat und gesehen hat, dass tatsächlich sehr häufig Hypophysentumoren vorkommen. Jedoch ist nur 1% größer als 1 Zentimeter.
Und ein ganz, ganz großer Teil davon ist klinisch oder auch real komplett irrelevant. In der Realität, das, was für die Medizin relevant ist, spricht man von einer Prävalenz von 115 pro 100.000 Einwohner. Das heißt, das sind unter 0,1%. Und auch davon sind die meisten noch Zufallsbefunde. Wenn man so einen Hypophysentumor dann hat, dann sind eigentlich fast alle Hypophysentumoren gutartig. Und hier sieht man auf der rechten Seite in einer Tabelle eine Zusammenfassung von operierten Hypophysentumoren. Das heißt, das sind nicht alle Hypophysentumoren, die es gibt, sondern nur die wirklich untersucht wurden nach einer OP. Das heißt, der Anteil an gutartigen Tumoren wird noch deutlich größer sein als das, was wir hier in der Tabelle sehen. Aber selbst an den operierten Tumoren sieht man hier, bösartige, also maligne Tumoren sind eine ganz, ganz kleine Zahl, deutlich unter 2%. Das heißt in der Realität noch deutlich weniger. Der größte Teil sind die gutartigen Tumoren und am allergrößten die Hypophysenadenome, wo es auch gleich weiter drum gehen wird. Gibt auch verschiedene Zysten oder andere seltenere Entitäten. Aber die Hypophysenadenome, das ist das, womit wir uns heute und gleich weiter beschäftigen werden. Hypophysenadenome kann man einteilen nach verschiedenen Kriterien. Das eine große Kriterium ist die Größe. Das heißt, es gibt sogenannte Makroadenome, die sind größer als 1 cm, oder Mikroadenome, die sind etwas kleiner als 1 cm. Man kann sie aber auch einteilen nach den verschiedenen Hormonkriterien. Dann gibt es Hormoninaktive, das ist ein nicht ganz kleiner Teil, mit 15 bis 55%. Diese großen Bandbreiten kommen aus verschiedenen Stichproben. Deswegen kann man keine genaue Zahl geben. Oder die hormonproduzierenden Tumoren. Die verschiedenen Hormone haben wir eben gesehen. Und die größten hormonproduzierenden Tumore sind die Prolaktinome. Die bilden das Prolaktin, was auf die Brustdrüse unter anderem wirkt. Der zweitgrößte Hormontumoranteil ist die wachstumshormonproduzierenden Tumoren mit ungefähr 8 bis 15%. Und die anderen Tumoren sind schon deutlich seltener. Deswegen teilt man die hormonproduzierenden Tumore auch aus anderen Gründen hauptsächlich in die Prolaktinome und mehr oder weniger alle anderen hormonproduzierenden Tumoren ein. Die verschiedenen Symptome, die so ein Adenom auslösen kann, hängen zum einen von der Tumorgröße ab, können auch von der Hormonproduktion ausgelöst werden. Oder bei sehr großen Tumoren kann dann auch ein Hormonmangel entstehen, der dann auch entsprechend Symptome macht. Und auf die verschiedenen Arten von Symptomen kommen wir jetzt auch noch einmal zu sprechen. Bei sehr großen Tumoren gibt es zum einen Sehstörungen, das haben wir eben gesehen. Durch die Nähe zum Sehnerv kann dieser dann gedrückt werden oder verschoben werden und dann entsprechend eine Sehstörung machen. Auf der rechten Seite sehen wir einmal das normale Gesichtsfeld. Wenn man beide Augen benutzt, dann sieht man natürlich auf beiden Augen ein volles Bild. Und ein ganz typisches Symptom bei Hypophysenadenomen, die auf den Sehnerv drücken, ist eine sogenannte Hemianopsie. Das heißt, auf beiden Seiten fehlt der äußere Teil des Gesichtsfeldes. Das lässt sich dadurch erklären, dass sozusagen die äußere Hälfte jeweils fehlt und nur das, was wir dann in der Mitte sehen, noch wahrgenommen werden kann. Außerdem können Kopfschmerzen entstehen. Das ist eins mit der häufigsten Symptome tatsächlich. Und den Hormonmangel haben wir eben schon erwähnt. Dann können durch die Hormonproduktion Symptome entstehen. Da kommen wir gleich noch mal im Detail dazu. Aber im Prinzip können alle vom Hypophysenvorderlappen produzierten Hormone einige Symptome auslösen. Und diese Symptome können tatsächlich auch bei sehr, sehr kleinen Tumoren entstehen, die dann einen Überschuss an dem jeweiligen Hormon auslösen. Die Symptome durch den Hormonmangel gibt es eher bei großen Tumoren. Und da gibt es eine relativ typische Reihenfolge des Hormonausfalls. Das heißt, typischerweise fällt erst das Wachstumshormon aus und ganz am Ende das Prolaktin. Und dazwischen kommt es dann nach und nach zu einem vermehrten Ausfall von anderen Hormonen. Kommen wir jetzt zu den einzelnen hormonproduzierenden Tumoren. Wie gesagt, der größte Anteil an der Gesamtmenge an Tumoren sind die Prolaktinome. Hier unten sehen wir zwei Bilder, einmal wieder von der Seite und einmal von vorne bzw. von hinten mit einem Prolaktinom. Das sind tatsächlich auch die Tumoren, die von der Größe her sehr, sehr häufig mit am größten sind. Und
Allgemein können die verschiedene Symptome machen. Ganz typisch ist eine Unfruchtbarkeit oder auch ein Libidoverlust. Und bei Jugendlichen, wobei diese Tumoren nicht besonders häufig bei Jugendlichen auftreten, eine verzögerte Pubertät. Bei Frauen tatsächlich dann auch überwiegend Zyklusstörungen, ein Einsetzen der Milchbildung auch ohne Schwangerschaft oder Säugling, Hitzewallung und Osteoporose. Bei Männern führt es vor allem zu Testosteronmangel und Impotenz, kann auch mal zu einer Brustvergrößerung führen. Eine Milchbildung beim Mann ist tatsächlich extrem selten. Die wachstumshormonproduzierenden Tumore zeichnen sich vor allem durch eine sogenannte Akromegalie aus. Bei Kindern und Jugendlichen, wo die Wachstumsfugen noch nicht verschlossen sind, durch einen Riesenwuchs, da kommen wir gleich auch nochmal im Detail dazu, und können verschiedene andere Krankheiten machen, weil die Hormone teilweise etwas ähnlich wirken wie auch Insulin, sodass es dann auch hier zum Beispiel zu Diabetes kommen kann. Die Akromegalie zeichnet sich im Endeffekt durch ein weiteres Wachstum bestimmter Partien aus. Das sind vor allem die Hände, aber auch verschiedene Teile des Gesichts, die Nase, das Kinn. Und hier auf der linken Seite sieht man einmal einen Verlauf einer Dame mit Akromegalie über mehrere Jahre. Man sieht sehr schön, wie die Nase immer größer wird, die Lippen, das Kinn immer größer wird, auch die Ohren, die Füße werden größer. Hier ein Bild von vor vielen, vielen Jahrzehnten, wo man das Gleiche einmal sieht. Bei Kindern sieht das Ganze dann ganz anders aus. Das heißt, da entstehen dann riesige Wachstumsschübe mit sehr, sehr großen Menschen, während das Gegenteil zu wenig Wachstumshormonen dann entsprechend zu Kleinwuchs führt. Bei Erwachsenen führt ein Wachstumshormonmangel vor allem zu einer Gewichtszunahme, auch zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit, kann auch mal zu Osteoporose und Arteriosklerose, also Gefäßverengung mit entsprechenden anschließenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ein Sexualhormon produzierender Tumor ist sehr, sehr selten, macht in der Regel auch wenig Symptome. Bei Jugendlichen kann es mal eine vorzeitige Pubertät auslösen, bei Frauen mal eine Zyklusstörung, aber es ist wie gesagt sehr selten. Ansonsten sind die Hormonmangelsymptome so, wie man sich das ungefähr vorstellt. Das heißt, die Frauen haben zu wenig Östrogen. Dann kriegen deswegen die typischen Symptome auch einer Menopause. Die Männer kriegen teilweise dann entsprechend einen Testosteronmangel mit entsprechenden Symptomen. Die Schilddrüsenhormon produzierenden Tumoren sind ebenfalls sehr, sehr selten. Wenn man sowas hat, dann hätte man Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion. Das ist den meisten Menschen ja auch bekannt. Das heißt, man hätte eine Wärmeintoleranz, der Herzschlag wird schneller, man verliert Gewicht. Also alles das, was den Stoffwechsel sozusagen anregt, passiert dann durch zu viel Wachstumshormon beim Wachstumshormon, Entschuldigung, Schilddrüsenhormon. Beim Schilddrüsenhormonmangel entsprechend das Gegenteil, das heißt Gewichtszunahme, Verstopfung, langsamer Herzschlag, alles entsprechend eines verlangsamten Stoffwechsels. Die ACTH-produzierenden Tumore, ACTH ist das Vorläuferhormon vom Cortison oder Cortisol, führen zu einem sogenannten Morbus Cushing. Das sind die drei Schlagworte, die man da immer so hört. Das ist eine Stammfettsucht, ein Vollmondgesicht und ein Stiernacken. Kann auch zu einem Diabetes führen, selten auch mal zu Hautverfärbung. Das ist dann eher in der späteren Phase. Ein Mangel an Cortison führt zu Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Muskelschmerzen, zu einem niedrigen Blutzucker und kann im schlimmsten Fall zu einer sogenannten Addison-Krise führen. Das ist ein extrem schlimmer, lebensgefährlicher Zustand mit einem extremen Blutzuckerabfall, der bis hin zu Organversagen und extremen Blutsalzverschiebungen führen kann, die dann zu einem Schock, Koma und im schlimmsten Fall auch zum Tod führen können. Ein Sonderfall der Hypophysentumore oder Hypophysenraumforderungen ist der sogenannte Hypophyseninfarkt. Der tritt in der Regel dann auf, wenn man schon einen Hypophysenadenom hat, selten bei Leuten ohne Hypophysentumor. Und das ist auch ein lebensgefährlicher Zustand, der sich dadurch äußert, dass die Patienten in der Regel plötzlich heftigste Kopfschmerzen kriegen, mit Nackensteifigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Sehstörungen und dann im schlimmsten Fall bis zum Koma und Tod, wo man schnell medikamentös und gegebenenfalls auch operativ eingreifen muss. Kommen wir jetzt zur Behandlung. Die Behandlung muss immer in einem interdisziplinären Team erfolgen, koordiniert in der Regel von der Neurochirurgie.
die zum einen für die operative Behandlung zuständig ist, dann die Neuroradiologie oder die Radiologie, die für die bildgebenden Verfahren zuständig ist, das heißt für die MRT-Untersuchungen, die unbedingt notwendig sind. Die Endokrinologie, das sind die Experten für die Hormoneinstellung, die Augenheilkunde bei Sehstörungen, die das diagnostizieren können. Und die Strahlentherapie in seltenen Fällen muss ein Hypophysentumor auch mal bestrahlt werden, in der Regel aber eher nach mehreren Operationen. Wann soll man denn jetzt einen Hypophysentumor überhaupt behandeln? Man muss ihn nicht immer behandeln. Das heißt, kleine, hormoninaktive Tumore, die nicht symptomatisch sind, die kann man auch gut kontrollieren. Da macht man dann regelmäßige MRT-Kontrollen. Prolaktinome sollten eigentlich immer therapiert werden, weil sie auch fast immer symptomatisch sind. Da gibt es in der Regel zuallererst eine medikamentöse Therapie. Die OP ist da in der Regel das Mittel der Wahl, wenn die medikamentöse Therapie nicht anschlägt oder die Nebenwirkungen eine weitere medikamentöse Therapie nicht sinnvoll fortgeführt werden kann. Alle anderen Tumoren sollten eigentlich operiert werden, das heißt alle symptomatischen Tumoren, alle hormonaktiven Tumoren, außer wie gesagt die Prolaktinome und große Tumoren oder auch kleinere Tumoren, die allerdings größer werden. Wie operiert man nun so einen Hypophysentumor? Man muss sagen, fast alle Tumoren, und das ist ja auch der Vortragstitel, können durch die Nase operiert werden oder wie wir dann sagen, transnasal. Das sieht man hier einmal auf diesem seitlichen Schema. Das heißt, hier wäre die Nasenhöhle, hier ist die Keilbeinhöhle und hier ist die Hypophyse. Und man geht im Endeffekt dann durch die Nase und durch die Keilbeinhöhle, entsprechend dieses grünen Pfeils, bis zu der Hypophyse bzw. jetzt bis zum Hypophysentumor. Besonders große Tumoren, die nach oben wachsen oder auch andere Tumoren, das heißt nicht Hypophysenadenome, sondern andere Entitäten, die müssen teilweise durch eine Öffnung des Schädels, also transkraniell, operiert werden. Der Pfeil hier ist ein bisschen irreführend, weil das nicht direkt von vorne in aller Regel gemacht wird, sondern etwas von der Seite. Wenn wir uns das im MRT angucken, sehen wir hier nochmal die Nasenhöhle mit der Keilbeinhöhle und der Hypophyse. Und entweder geht man dann hier unter dem Gehirn oder durch die Nase entlang. Nur ganz kurz, der Vollständigkeit halber, einmal dieser transkranielle Zugang, das Ganze in Vollnarkose natürlich, es werden einige Haare abrasiert und dann hinter der Haaransatzgrenze, damit es am Ende kosmetisch auch wieder gut aussieht, wird ein Schnitt gemacht, etwas kleiner meistens als hier eingezeichnet. Und dann geht man, wie gesagt, von der Seite an die Hypophyse ran. Das wären so die Bilder, die wir dann im OP sehen. Hier sieht man nochmal schön die Sehnervenkreuzung. Und hier drunter den Hypophysentumor, der da gerade entfernt wird, sodass man hinterher da wieder Platz hat. Wir wollen uns jetzt aber mit dem transnasalen Zugang beschäftigen. Da gibt es zwei große Möglichkeiten, das zu operieren. Einmal mit dem OP-Mikroskop hier auf der linken Seite dargestellt oder mit dem Endoskop hier auf der rechten Seite dargestellt, wozu wir im Detail gleich auch noch kommen werden. Wir haben auch einige andere Hilfsmittel. Eins davon ist die sogenannte Neuronavigation. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie ein GPS-System für das Gehirn. Das heißt, das Gesicht bzw. der Kopf wird eingelesen und dann kann man mit einem Zeigestab jeweils sehen auf dem MRT, wo man sich genau befindet, was gerade bei Voroperationen oder besonders untypischen Zugängen eine große Hilfe sein kann. Hier sehen wir einmal schematisch, wie der transnasale Zugang dann funktioniert. Hier ist der Beatmungsschlauch. Hier sehen wir eine Halterung, die die Nase ein bisschen offen hält. Und wie schon eben gesagt, geht man dann im Endeffekt den direkten Weg zur Keilbeinhöhle und dann zur Hypophyse. Wie sieht das jetzt im OP aus? Im Endeffekt wird alles abgedeckt, außer die Nase. Mehr liegt nicht frei. Und dann haben wir relativ viel Personal. Das heißt, wir haben eine OP-Schwester, eine Narkoseärztin oder einen Narkosearzt und in der Regel zwei Operateure, hier auf der rechten Seite mit dem OP-Mikroskop, hier auf der linken Seite dann entsprechend mit dem Endoskop. Wir benutzen auch beide Instrumente für diese Operation. Und wenn wir das jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen, sieht man oben immer die schematische Darstellung und unten den Blick in der Regel durch das OP-Mikroskop. Das heißt, man geht durch die Nasenschleimhaut hier hindurch, muss dann in der Mittellinie am Ende auch etwas Knochen wegnehmen, um dann hier in die Keilbeinhöhle zu kommen.
Wenn man dann die knöcherne Keilbeinhöhle eröffnet hat, dann kommt man dann an die Hypophyse mit der Hirnhaut, die man dann auch öffnen muss, sodass man dann hier auch wirklich in die Keilbeinhöhle und da anschließend an die Hypophyse kommt. Der Hypophysentumor wird dann teilweise wirklich mit solchen Löffeln entfernt oder mit anderen Instrumenten, sodass man dann am Ende ein Runtersacken der gesunden Gewebe hat, die dann teilweise diese Höhle wieder auffüllen. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel, wo man auf der linken Seite vorher einen Hypophysentumor sieht, auf der rechten Seite die entsprechende Höhle mit vielleicht nicht so gut erkennbar, aber hier der gesunden Hypophyse ganz gut einsehbar. Wenn wir uns jetzt einmal den endoskopischen Zugang angucken, sieht man hier das initiale Bild auf der linken Seite. Das heißt, man kommt dann mit dem Endoskop rein, sieht die untere Nasenmuschel auf der linken Seite, in diesem Fall auf der rechten Seite die Nasenscheidewand, geht von da etwas nach oben, sodass man dann auch die mittlere Nasenmuschel sehen kann und geht dann etwas weiter, sodass man zwischen der mittleren Nasenmuschel und der Nasenscheidewand im Endeffekt hier auch etwas Schleimhaut entfernen muss und dann, wie auch in den vorherigen Bildern, etwas Knochen wegnehmen muss, bis man dann hier auf der rechten Seite in die Keilbeinhöhle kommt. Wenn man das dann etwas schöner sich darstellt, dann sieht man hier eins der wichtigsten Bilder. Das heißt, hier sieht man den Boden der Sella, da wo die Hypophyse drin sitzt, also des Sattels. Hier unten den Knochen, der dahinter wäre. Und hier muss man dann entsprechend von der Sella, vom Boden der Sella, etwas Knochen wegnehmen, sodass man dann hier auch die Hirnhaut sehen kann. Die Hirnhaut muss hier dann entsprechend auch eingeschnitten werden. Und dann sieht man hier auf der rechten Seite eigentlich sehr schön den Hypophysentumor, der dann gerade hier mit einer Zange entfernt wird, sodass man dann am Ende einen schönen Blick ohne den Tumor hat, wo man hier dann auch die beiden Anteile der Hypophyse sieht und hier wäre dann der Übergang zum restlichen Gehirn. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wo man hier auch gerade einen großen Hypophysentumor glücklicherweise an einem Stück entfernen kann, sodass man dann rechts wieder die Höhle hat mit der gesunden Hypophyse hier am Rand. Ja, was sind die Erfolgschancen der Operation? Man muss sagen, die sehen sehr gut aus. Das heißt, bei Patienten, die eine Sehstörung vorher haben, kann man fast immer eine Verbesserung oder sogar eine Normalisierung des Sehens erreichen. Bei hormonproduzierenden Tumoren kann man in fast allen Fällen oder in einer sehr großen Anzahl an Fällen diese überschüssige Hormonproduktion stoppen. Und bei Hormonmangel kann man dafür sorgen, dass die Hormone wieder regelhaft produziert werden, wobei das immer davon abhängig ist, wie groß der Schaden vorher schon war. Wenn man dann einen Tumor operiert hat, muss man sagen, der kann trotzdem wiederkommen. Aber bei gut entfernbaren Tumoren, die keine Strukturen infiltriert haben, sodass man ihn nicht vollständig entfernen konnte, muss man annehmen, dass nach 10 Jahren circa 80 bis 90% der Patienten immer noch tumorfrei sind. Wenn so ein Tumor dann wiederkommt, dann kann man ihn gegebenenfalls nochmal operieren oder im Zweifelsfall dann auch mal bestrahlen. Die Risiken sind natürlich auch wichtig. Allgemeine OP-Risiken, die es bei jeder OP gibt, egal ob jetzt bei dieser OP oder bei einer Blinddarm-OP oder am kleinen C, sind fast immer die gleichen. Das heißt, Blutungen, Infektion oder Thrombose, sprich Blutgerinnsel, können immer auftreten, allerdings alles sehr seltene Komplikationen. Eine Nervenwasserfistel, das Gehirn schwimmt im sogenannten Nervenwasser oder Hirnwasser. Wenn man da bestimmte Strukturen schädigt, kann es sein, dass das Nervenwasser austritt. Das ist allerdings sehr selten und spricht so von ungefähr 5%. Ein Diabetes insipidus, da muss man noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Bild mit den Hormonen. Das heißt, das ADH, was auf die Niere wirkt, und für den Wasser- und Salzhaushalt zuständig ist, wenn das nicht mehr ordentlich gebildet wird, kommt es zu einem sogenannten Diabetes insipidus. Das ist in der Regel ein vorübergehender Zustand. Dass das ein dauerhafter Zustand ist, ist sehr, sehr selten. Man spricht da so von ungefähr 1%, und fast immer ist das etwas Vorübergehendes. Ein neuer Hormonmangel kann entstehen, ist allerdings auch eher selten, wenn die gesunde Hypophyse geschädigt wird, was sogar dazu führen kann, dass man lebenslang Hormone dann in Tablettenform einnehmen kann, muss. Und wenn man zu viel auf dem Weg zum Hypophysenadenom zerstört, kann es auch zu Riechstörungen kommen. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, ein paar Vorher-Nachher-Bilder.
Hier sehen wir ein Prolaktinom. Die oberen Bilder sind von 2009 im Februar. Die unteren Bilder sind 3 Monate später und das rechte Bild ist ein Jahr später. Und dieser Patient oder diese Patientin wurde mit Medikamenten operiert und man sieht eigentlich mit den Medikamenten behandelt und man sieht eigentlich sehr schön, wie auch ohne Operation der Tumor immer kleiner wird und zwar noch nachweisbar ist, aber eigentlich fast vollständig verschwunden. Jetzt gucken wir so ein paar Bilder vor und nach der Operation an. Hier sehen wir auf der linken Seite die Vor-OP-Bilder mit diesem großen Hypophysentumor, Hypophysenadenom, der nach der Operation eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Auf dem nächsten Bild sehen wir einen relativ kleinen Tumor, der hier auf der linken Seite, also im Bild auf der rechten Seite, zu sehen ist, in gelb markiert, der auch nach der OP eigentlich nicht mehr nachweisbar ist. Hier sehen wir einen sogenannten zystischen Tumor, das heißt, er hat eine große Zyste. Hier sind die oberen Bilder vor der OP und die unteren nach der OP. Und hier sieht man hell die Tumoranteile und dunkel die Zyste. Und auch hier sieht man hinterher, dass der Tumor eigentlich vollständig entfernt ist. Hier, wie auf einem vorherigen Bild, auch ein mittelgroßer Tumor, der hier durch eine kleine Beule auch den Sehnerven erreicht. Und hinterher sieht man sehr schön, wie der Tumor auch komplett weg ist und der Sehnerv wieder etwas nach unten gewandert ist. Hier sehen wir einen etwas kleineren Tumor, der auf der einen Seite eigentlich nur nachweisbar ist. Hier sieht man angedeutet den Hypophysenstiel und hier sieht man nach der OP auch, der Tumor ist weg, der Hypophysenstiel läuft hier wieder gerade runter und man sieht eigentlich nichts mehr von dem Tumor. Auch hier ein eher größerer Tumor. Hier kann man den Sehnerv kaum noch abgrenzen, aber der ist sicher deutlich nach oben verlagert. Und nach der OP sieht man hier den Sehnerv, wie wir ihn auf den ersten Bildern mal gesehen haben, ohne Nachweis eines Resttumors. Hier sehen wir einen ziemlich kleinen Tumor, der aber dennoch, wie ich schon gesagt, sehr symptomatisch werden kann, wenn er gerade Hormone produziert. Hier sehen wir den Hypophysenstiel, den Tumor auf der einen Seite, die andere Seite sieht unauffällig aus. Und auch hinterher hier sehen wir wieder keinen Anhalt für einen Resttumor. Diese kugelige Struktur ist komplett verschwunden. Hier auch nochmal ein etwas größerer Tumor, auch der wieder mit Verlagerung des Sehnervens hier oben und hinterher keinerlei Anhalt mehr für einen Resttumor. Das heißt, wie schon gesagt, man kann die Tumoren sehr gut entfernen und den Sehnerv dadurch entsprechend entlasten. Ja, damit wäre ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Bedarf haben, können Sie sich gern bei uns in der neurochirurgischen Ambulanz melden, mit Ihren Bildern vorstellen oder bei Fragen auch einfach anrufen. Und dann können wir hoffentlich alle Fragen beantworten. Und alle Fragen, die jetzt noch auftreten, können wir auch jetzt gerne beantworten. Also wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne alles fragen, was an Fragen irgendwie auftaucht. Sonst würde ich sagen, warten wir noch 1 Minute und belassen es sonst dabei, aber noch haben Sie die Möglichkeit. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann nochmal vielen Dank und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.